So, ich habe es endlich mal geschafft, nach Hause zu kommen. Und deshalb kommt die Tagesaufgabe diesmal einen Tick später. Aber diesmal sollen wir 500 Schaden insgesamt Gegnern zufügen mit Zielfernrohrwaffen. Dann habe ich beim guten Multa TV, ich denke mal, die meisten werden kennen, gesehen, dass er seine Explosivschaden auch mit einer Zielfernrohrwaffe gemacht hat, aber mit dieser, ich sag schon, in meinen Augen war es eine AR. Also wenn ich so sehe, werde ich es natürlich wissen. Aber wir gucken mal, ob wir da die Waffe finden, weil irgendwie derzeit habe ich echt das Problem, ich finde keine Waffe, die Explosionsschaden macht. Im alten Modus, also Doom-Modus, habe ich jetzt auch nichts gefunden. Also wenn ihr irgendwie wisst, was ich zurzeit Explosivschaden machen kann, schreibt es wirklich mal gerne in die Kommentare, weil derzeit habe ich echt noch nichts gefunden. Oder ob eine Granate auch reicht. Das werde ich jetzt demnächst auch mal ausprobieren, beziehungsweise die Runde hier auch. Ob es damit eventuell geht. So, dann wollte ich mich erstmal bedanken für die ganzen Kommentare, die jetzt langsam kommen. Also wirklich danke dafür. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach unten in die Kommentare reinhämmern. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt bitte dein Abo raus, wenn ich dir irgendwie schon mal bis jetzt helfen konnte. Wäre echt nice, weil du weißt ja, Support ist kein Mod. Und dann unten mit dem Code, es fehlen jetzt noch zwei Abonnenten, dann sind wir bei der 12. Zahl. Aber die 12. Zahl werde ich auch in diesem Video nochmal sagen. Also ist versprochen. Ich habe ja gesagt, nicht in jedem Video werde ich die nächste Zahl sagen. Damit will ich halt einfach die belohnen, die halt aktiv zugucken. So, wo gehen wir denn runter? Bam, 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 bam. Ja, eigentlich könnte ich auf die, nee, auf die Insel sind die wahrscheinlich. Aber wir probieren einfach mal auf die Insel. Erste Runde für heute. Es kann wieder lustig werden. Und einige Kommentare kamen jetzt schon, ob ich denen den Code sagen kann, etc. pp. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist ein bisschen unfair den anderen gegenüber, die wirklich den Code ausprobieren oder sonst was. Warum soll ich irgendeinem Speziellen den Code verraten? Das macht halt einfach keinen Sinn und wäre halt unfair. Das ist meine Meinung. Und werde ich natürlich auch nicht machen. Also die Kommentare könnt ihr euch dann halt wirklich sparen, weil ich werde den Code nicht vorher verraten oder so. Auch nicht für eine Spende oder irgendwas. Ist einfach ein konstantes Gewinnspiel, was jederzeit geknackt werden kann. So, die Granaten hole ich mir jetzt mal mit. Ist es da drüber? Ja, oder? Ah, ich glaube, hier kommt ein Gegner. Ich sehe nämlich keinen fliegen. Ach, wie ich es hasse. So, wir bräuchten aber noch was mit Zielfernrohr. Die andere Kiste, ich höre sie, aber. Kann ich nur denken, die Kiste ist. Ah, hier unten wahrscheinlich. Ja. Da. Bis jetzt sieht es hier schlecht aus mit Zielfernrohrwaffen. Ah, da unten ist noch eine Kiste. Aha. Machen wir so. Die Runde muss ich wirklich komplett anders spielen, Waffentechnik. Technisch. Machen wir so. Ich hätte aber gern trotzdem noch mal eine. Die, am besten wäre halt echt so eine. Die war, genau, die war das. Es ist doch keine Explosionswaffe. Warte mal gerade gucken. Sturmgewehr mit Zielfernrohr, mehr ist es doch nicht. Ja, irgendwie an der, das ist echt mal eine Aufgabe, mit der ich am Verzweifeln bin, weil es keine RPGs derzeit gibt.
bisschen komisch alles. So, hier unten ist nichts mehr. So, haben wir hier noch irgendwas? Da waren wir schon. Ja, hier ist noch eine Kiste. Ja, hier oben war ich doch. Da ist die Kiste unten. Ich brauche jetzt kein Jagdgewehr. Ich glaube, das war's hier kistenmäßig. Ne, hier höre ich auch nichts. Viel Schuss haben wir? 500. Also damit werden wir safe die 500 Schaden hinkriegen. Ja, Zone kommt auch langsam. Haben wir hier noch eine Kiste, darunter ist noch eine Kiste. Ich würde schon mal gerne nochmal Granaten finden. Wenn man sie nicht braucht, findet man sie. Weil damit einen Kill zu machen ist natürlich auch nicht so einfach, sag ich jetzt mal. Lass mal die. So. Ja, das war er, glaube ich. So, mit dem Explosivschaden, das ist echt so eine Waffensache. Weil da steht ja Waffen. Ich habe es schon mit dem Roboter ausprobiert, also das funktioniert definitiv nicht. Zu 100%. Ach, hier war noch keiner. Ich habe auch so generell mal geguckt, aber überall steht halt nur die Erklärung, ja, macht mit Explosivwaffen. Ja, toll. Wenn wir zurzeit quasi keinen im Spiel haben, ist natürlich blöd. So, wo sind denn hier mal die ersten? Ich weiß auch nicht, wo sind die denn alle hin? Bam, bam, bam. Hier ist irgendwie gefühlt auch keiner. Ich liebe diese Waffe. Ach, ich spiele ohne Pump. Obwohl, wenn ich die habe. Warte mal, machen wir anders da. So. Gegner. Wieso zählt der nicht? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Aber das wäre eigentlich ein Kandidat gewesen zum Wegspringen. Ja, Boogie-Bombe, jetzt finde ich sie natürlich. Was ist er denn? Wo ist er hin? Da hinten. Safe Kill haben.
ein Roboter irgendwie mit der Falle. Wieso hat er eine RPG? Was ist das denn? Oder war die mit kurz aus dem Spiel raus? Ah, fehlen immer noch 140. Der hat eine RPG gehabt, jetzt gehe ich doch eine suchen. Sind die jetzt wieder drin? Immer noch ein paar Leben. Ah ne, jetzt hab ich's. Ich sag, für so Distanzkämpfe ist die eigentlich gar nicht so schlecht. So, wo sind Vorräte? Ja, die sind ja alle da. Dann. Vielleicht habe ich Glück, ich gehe trotzdem auch hin. Ah, sind zu viele. Oh. Ach, der war schon über mir. Neue Vorräte. Ich will jetzt ein RPG haben. Aber mit dem Schaden habt ihr ja jetzt so weit gesehen. Ist ganz easy. So. Aber da war es halt auch wieder. Weißt du, mein eigener Charakter steht mir im Weg für den Kill zu machen, weil ich nicht genau weiß, ist der Gegner vor mir oder nicht. Ah. Hätte ich die andere Waffe wechseln sollen. Bam, bam, bam. Ja, er hat definitiv RPG. Ich habe natürlich wieder nicht das Glück. Ach, Arschloch. Ich will die Waffe haben. Sorry dafür. Aber das heißt auf jeden Fall, es gibt sie wieder. Weil ich habe die ganze Zeit wirklich keine Sau damit gesehen. Ah, wer macht hier wieder Auge? Alter, bin ich hier. Ja! Er weiß, wie es geht. Man stellt sich einfach weit genug aus, die Map, aus der Map raus. So, gucken, ob hier was drin ist. Schneller. So, ich liebe diese Waffe. Oh Gott, wie hoch ist die denn? Die Vorräte kann ich echt noch vergessen. Wie viel Leben hatte der noch? Eins? Ich meine, waren 33 und 66, oder? Oh, da wollte ich noch hin. Das hier kann ich schon mal komplett vergessen. Oh Gott, wie kannst du da gucken?
Aim, hallo, Aim, bist du da? Nein. Da liegt, oder? Da liegt einer. Nein. Direkt, nein. Piss dich. Nein, 193. Ich will hier hoch. Mann! Mit aller Gewalt diesen Scheißkill machen will. Zwei Schuss habe ich noch. Jetzt rennt hier keiner rum. Doch, da. Ja, da ist er. Ah, ich hab's geschafft. Ach, da hol ich beide Aufgaben rein. So. Ganz vergessen, falls ihr noch da seid, der nächste die nächste Zahl ist die 5. Also 2745. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.